Servus, bei mir ist jetzt der Hussein. Grüß dich. Grüß dich, hallo, hi. Hussein, wir suchen jetzt deine Traumfrau, oder? Ja, richtig. Magst du erst ein bisschen was von dir erzählen? Ja, ich bin Hussein, 24 Jahre alt. Meine Hobbys ist Schachspielen, Billard, Bowling, Schwimmen und noch Reiten dazu. Okay. Bin ich auch beruflich Vollzeit tätig. Wenn man sagen darf, soll man sagen, oder? Okay. Was machst du? Ich arbeite beim Rotes Kreuz. Okay. Also du hast eine soziale Ader, du kannst gut mit Menschen. Ja, richtig. Ich bin auch sehr gerne unter die Menschen und will ich auch immer mehr Freunde, also einen größeren Freundekreis bauen. Ja. Wie würdest du dich charakterlich beschreiben? Charakterlich? Ich bin sehr nett, sympathisch, auch... Ja, weiß ich nicht, was ich noch dazu sagen. Bist du eher ein Ruhiger? Ja, es kommt darauf an. Zum Beispiel, wenn ich die Menschen kenne, da bin ich so, flippe ich aus, unterhalte ich mich sehr gerne. Und wenn ich die Menschen nicht kenne, dann ich bin eher schüchtern und kann ich nicht so zu den Menschen gehen und einfach zu viel machen. Wie stellst du dir deine Traumfrau vor? Meine Traumfrau, wow. Ich habe so große Ansprüche. Wirklich? Ja, wirklich. Ja, gebildet, schlank, hübsch, auch sehr nett soll sein, auch auf ihrem Mann stehen, nicht fremd gehen. Ja, so. Treu. Treu, ja, treu ist sehr, sehr wichtig. Und Ehrlichkeit. Ehrlichkeit ist bei mir sehr wichtig. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das kann ich nicht aushalten an einer Frau? Ja, es gibt, wenn die Frau zu mir gehört, soll auch zu mir gehören. Ich mag nicht, dass, ich weiß, dass meiste Mädels machen so, damit sie ihre Männer eifersüchtig machen zu können, da machen irgendwas, das mit den anderen Jungs und Männern, natürlich, die dürfen auch die Freunde haben und Freundekreis, da würde ich mich auch sehr freuen, aber dann... Nur extra gezielt, dass auf mich ist, dass ich schaue und eifersüchtig werde, dann sage ich nein, ich gehe jetzt weg und. Aber du bist normalerweise nicht sehr eifersüchtig. Nein, ich bin nicht eifersüchtig. Wenn ich weiß, dass mein Freund oder meine Frau treu ist, da lasse ich sie frei. Sie darf alles machen, was sie will und ja. Gib ich ganze Freiheit. Sehr gut. Das war's schon wieder. Das war jetzt der Hussein. Wenn ihr ihn kennenlernen wollt, dann meldet euch bei ihm. Servus.